Einen wunderprächtigen und willkommen zurück zu TS22 mit dem U-Bahn Frankfurt Add-on der U3 von Südbahnhof nach Ruhrmarkt. Eine komplette Strecke soll wohl eine Weile gehen und dieses Mal auch mit der Siemens Duawag. Glaube ein Einteiler, Dreiteiler, Zweiteiler. Ich glaube, wir sind nicht so ein großer Wagen. So, Richtung, das ist schon mal drin. Das ist drin. Jetzt muss ich noch den Hauptschalter. Ach ja, hier. Zack, zack, zack. So wie bei der Bombardier Flexity Swift. Richtungswender ist schon mal drin. Gelb haben wir auch. So, das Spiel hier kennen wir ja schon. Kurs machen wir mal 82. Linien brauchen wir 93. So. Ey. 3 und 90. Ziel. Das müssen wir mal löschen. Jetzt brauchen wir die U3. Wir starten an der 712. Zack. Und enden an der 718 Oberursel Ruhrmarkt und Start. Gut, Gelb haben wir immer noch, alles ist soweit geklärt. Ich fahre den Wagen hier zum ersten Mal, ich bin mal gespannt. Oh, Geräusch her, schon mal ein bisschen anders. Mal gucken, wie sich der Wagen auch fährt. Kann ich hier ein bisschen Fenster aufmachen? Ist ja ein Puma-Käfig hier, ey. Oh. So, schönen guten Tag. Upsala. Ja, ein Zweiteiler sind wir. Schon mal gut zu wissen. Hier. Ja, da stehen wir auch dran. Richtung Ginnheim, Gonzenheim, Riedberg, Ruhrmarkt. Da stehen wir auch dran. Oberursel, Ruhrmarkt. Cool. Cool, cool. Aber ich dorne, während des B- und Entladens bewegt. Hm. Na gut. Jawohl. Und weiter jetzt. Die erste Station hat immer keine Ansage. Das wundert mich. Nächste Station. Schweizer Platz, Museumsufer. Ausstieg in Fahrtrichtung Linz. Mal vom Fahrverhalten kann man so schon sagen, es fühlt sich anders an. Aber ich denke mal, wenn man die Bombardier oder den hier zuerst gefahren ist, dann ist der andere Wagen eigentlich gar nicht mehr so schwer. Wenn man erstmal weiß, wie der Hase läuft, dann geht es eigentlich. Ja. So. Genau. Ah, ein Kollege. Und weiter geht's. Nächste Station, Willy-Brandt-Platz. Umsteigemöglichkeit zu den U-Bahn-Linien U4 und U5. Sowie zu den Straßenbahnlinien 11 und 12. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Ja, sehr gut. Uiuiui, es wackelt aber ganz schön hier. Wir lassen den Zug auch mal ein bisschen abbremsen, ne? Wenn er gerade so im Schwung drin ist, umso weniger haben wir dann zu tun mit dem Bremsen. Es wird dann mir aber doch schon ein bisschen langsam hier. Oh! Oh, Junge! Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, der steht auf unserem Gleis. Moin! Ich habe schon Herzkataster bekommen. Ach so, hier schon für H3. Huch. Egal. Können Sie ein bisschen laufen. Kann mir so gedacht, heute mal mit der Siemens Duewag. Duewag. Ich denke mal Duewag, ne? Duewag. Würde ich es mal eher sagen. Duewag. Duewag. Hm? Korrigiert mich bitte, wenn ich da irgendwie was falsch ausspreche. Nur so kann ich dann auch lernen, das dann richtig auszusprechen. Nächste Station, Hauptbahn Zeil. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9 sowie zu den U-Bahn-Linien U6 und U7. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sagt mal auch in den Kommentaren Bescheid, falls der Mauszeiger mal nerven oder stören sollte. Na, guck mal, eine Partnerbahn. Moin. Dann würde ich den in zukünftigen Videos dann auch beiseite packen. Falls es dann doch zu sehr stören sollte. Oh, brummt aber ganz schön, ne? Aber hört sich gut an. Oh. Brummt schon, muss man sagen. Wollen wir schon die nächste Station ankündigen? Nächste Station, Eschenheimer Tour. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Uiuiuiui. Da brauche ich nicht mehr viel weitermachen. Können wir gleich ausrollen lassen. Aber wo zur Hölle habe ich den Wagen oder Zug bewegt? Beim B- oder Entladen? Ich meine, da, 0 km/h, der bewegt sich nicht. Excuse me. Egal. Geht da sowieso hier nicht um Punkte, sondern um Spaß. Weiter jetzt. Na, will auch nicht annehmen. Dann ist es nicht mein Problem. Grüneburgweg ist erst die nächste Station. Nächste Station, Grüneburgweg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh ja. Schnell noch um eine Kurve. Oh ja, oh ja. Ist ja das, was ich beim U-Bahn-Fahren in Berlin auch immer gemocht habe. Dieses, oder generell bei Zugfahrten, dieses Knirschen, Moin. Dieses Quietschen und Zirpen, Knirschen. Schon was Cooles. Na, machen wir eine Punktlandung? Ja. Zack. Und auf geht's. 9:09 Uhr. Fast.
Passt perfekt. Grüneburgweg. Und schließen. Nochmal bestätigen und weiter jetzt. Holzhausenstraße, ja. Das klingt doch perfekt. Nächste Station. Holzhausenstraße, Unicampus, Westend. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich glaube, bei der nächsten Station gibt es sogar auch eine Sonderansage. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die auch bei unserer Zugkombination, bei unserem Zugverband hören werden. Aber ich lasse es mal noch als Überraschung. Sagen wir mal so, es hat was mit Bahnsteig zu tun. Und der Wagenlänge. Ah, hier, kick mal hier. Frankfurt Süd, Schweizer Platz. Finden war auch unser Halt. Friedberg. Bad wie. Ach, doch, Friedberg ist da oben. Egal. Wir fahren nach Oberursel. Ruhrmarkt. Mark. Nicht Markt, Mark. Mark. Wäre schon interessant zu wissen, ob wir jetzt auch mit unserem kleinen Zugverband diese spezielle Ansage auch gleich hören. Ich kann da schon mal weiter drücken. Nächste Station. Miguel Adiques Allee, Polizeipräsidium. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 32 und 64. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nee, kriegen wir nicht. Dann müssen wir mal mit einer Uber-Linie das machen, bei der das garantiert kommt. Ich wüsste auch schon, bei welcher. Moin. Na, kriegen wir wieder eine Punktlandung? Nö, war. Nee. Das war dann doch wieder zu viel des Guten. Jetzt aber. Zack. Und stopp. Ich denke mal, wir haben noch ein bisschen was an Fahrzeit zu tun. Das ist aber kein Problem. Da nehme ich mir gerne die Zeit. Hier nochmal schließen. Ja, quittieren. Und weiter. Ach, das. Ach so, das gehört auch gleich mit dazu. Okay. Nächste Station. Dornbusch, Hessischer Rundfunk. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 34. Oh, oh, oh. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jetzt geht's wieder nach oben. An die Erde, auf der Erde. Auf der Lauer, auf der Mauer. Wo ist denn hier bitte schön das Signal? Oh, 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 oh. Ja. Tut mir leid. Ich mache schon langsamer. Punkt Landung. Und gleich für euch auch noch ein Thumbnail. So. Können wir gleich auch schon wieder Türen schließen. Und weiter geht's. Aber schon eine schöne Gegend hier, kann man nicht meckern.
Also. Nächste Station, Fritz-Tarnow-Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh! Oh! Was ist denn hier los? Uiuiui. Moin. Fängt an zu regnen hier. Jetzt. Ah. Oh, oh, oh. Also die Frame-Einbrüche kommen ab und an mal, ne? Auf dieser Strecke. Also, wer meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, was ich für eine Rakete habe. Aber selbst die stärkste Rakete kann auch nichts dafür, wenn das Spiel mal Frame-Einbrüche hat. Moin. Oh. Oh. Eine Vierfachtraktion. Das sieht ja toll aus. Kriegen wir bestimmt. Nee, kriegen wir nicht. Nee. Schade. Kriegen wir leider kein gutes Bild hin. Aber vielleicht bei der Abfahrt. Gib mir mal Mühe. Schon mal hier. Ja, gucke ich mir nachher da mal an. Mal gucken, ob es was geworden ist. Nächste Station. Moin. Hügelstraße. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 39 und 69. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich bin so fixiert aufs Kollegen grüßen. Aber schön, dass wir jetzt hier Regen haben. Das gefällt mir. So, ich mach mal nüchst. Ich lasse schön ausrollen und sanft bremsen. Aber hier muss ich nochmal nachhelfen. So. Lindenbaum. Hügelstraße. Da sind wir ja jetzt. Zack. Und weiter. Also schaut mal gerne noch in den Steam-Shop. Oder halt, ja, in den Steam-Shop gibt es viele... Station Lindenbaum. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Gibt es viele Add-ons gerade im Angebot. Gerade auch von Train Simulator 22. Da ist ja fast jedes Add-on im Angebot für einen schmalen Taler noch bis zum 28. wenn es mich recht besinnt. Also falls das Geld noch nicht angekommen ist, das Gehalt oder so... Oder falls der Geburtstag noch ansteht und ihr euch schon mal eine Strecke kaufen wolltet, die noch lange Zeit nicht im Angebot war oder zu teuer ist für euch, jetzt habt ihr noch die Chance zuzuschlagen, meine Güte. Also ich sag's mal so, dafür, dass man ja, ey, okay. Einmal das Lied von Dua Lipa einfügen, bitte, mit Levitating. Das würde ich ja gern machen, aber ansonsten wird das Video gestrikt oder so. Oder reklamiert. Irgendwie so. Nach dem Motto, ah, ah, ah. Naja. Walke ist stehen geblieben? Achso, ja. Also es gibt schon wirklich schöne Strecken, ne? Es ist ja ein großes Spektrum. Ganz große Vielfalt an Strecken, die man sich auch mal gerne geben kann. Ne? Manche Strecken sind wirklich ihre Pfennige wert. Moin. Und bei manchen denkt man sich nur... Nächste Station, Weißer Stein. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn-Linie S6 sowie zu den Buslinien 63, 66 und 69. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Und es werden auch noch viele, viele andere Add-ons noch mit dazukommen, die ich hier präsentiere und mal zeige. Und dann kann ich ja mal am Ende so eine kleine, naja, Eigeneinschätzung, Bewertung abgeben, welche Add-ons einen Besuch wert sind, ne? Ich weiß halt jetzt nicht, wie es mit DLCs aussieht, ne? Weil ich glaube, DLCs sind vom Umtausch oder von der Rücknahme ausgeschlossen, ne? Auch wenn da zum Beispiel steht, bei manchen Add-ons ausgeglichen, dann kann man sich sicher sein, okay, es gibt vielleicht gute Sachen, die einem gefallen, vielleicht auch nicht. Deswegen sind da Rezensionen ja auch wichtig und gut, ne? Dass man gleich gucken kann, okay, wie ist so die Bewertung, wie kommt da drüber, ehe man Geld quasi aus dem Fenster wirft. Nicht gar nicht mal so schlecht. Also so ein Steam Sale kann man immer mal gerne mitmachen, gerade hier bei Simulationen, die immer ganz teuer sind, ne? Nächste Station, Heddernheim. Sie befinden sich in einem Zug der Linie U3. Zur Weiterfahrt in Richtung Bad Homburg-Gonzenheim mit der Linie U2 bitte hier umsteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 60. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Also es gibt schon feine Sachen, ne? Wenn man mal bedenkt, ich hätte eigentlich einen Einkaufspreis gehabt bei meinen Addons, die ich geholt habe, bei meinen DLCs von 208 oder 215 Euro ungefähr. Und habe vielleicht knapp 90 Euro bezahlt für einen haufenweise Content. Viele hunderte Kilometer an Strecken insgesamt mit verschiedenem Rollmaterial. Wenn man, es macht vielleicht kurz Aua, ja. Ja, moin. Wenn man diesen Betrag sieht, aber wenn man es dann doch nochmal auf der Zunge zergehen lässt, was man davon alles bekommen hat, von diesem Geld, dann denkt man sich auch wieder, ja, ist auf jeden Fall das Geld wert. Spätestens, wenn man anfängt, es dann auch wirklich richtig zu nutzen, ne? Wenn man es nicht nur gekauft hat, um es zu haben, sondern auch, um es zu nutzen, benutzen, wie auch immer man das nennen möchte. Nächste Station. Schon cool. Sie befinden sich in einem Zug der Linie U3. Zur Weiterfahrt in Richtung Genheim mit der Linie U1 bitte hier umsteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 29. Oh. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Hm. Nee. Ich merke auch gerade ein paar Frame-Einbrüche. Ah. Oh! Boah, die sind irgendwie alle heute auf Lemming-Kurs. Meine Güte. Ist sie noch da? Da hinten. Da steht auch noch dran, achso, Oberose-Hurmarkt. Nee, alles gut. Ich hab nicht gesagt. Gleich wieder einpacken und weiter geht's. Jupp, einmal quittieren und weiter. Ah, da steht schon ein Kollege. Moin. So viel beschleunigen brauche ich jetzt auch wieder, ne? Nächste Station. Wiesenau. Umsteigemöglichkeit zur Linie U9 in Richtung Genheim vom gegenüberliegenden Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Regnet es eigentlich überhaupt noch? Nee, wa? Können wir hier auch wieder ausmachen.
Jetzt. Niederursel. Zwei Stationen dazwischen noch. Und dann ist auch schon Hohemarkt da. Ist mich recht besinnt. Halten wir mal zwischen 2 und 3. Ah, meine Knie machen mich schon verrückt. Vom ganzen Sitzen. Na, holla, die Waldfee. Können wir schon mal gucken? Weißkirchen Ost. Ah, okay. Sagt mir es gerade nicht. Ach, 60. Sah es aus wie eine... Wie eine, 50. Nächste Station, Niederursel. Tarifgrenze. Sie befinden sich in einem Zug der Linie U3. Zur Weiterfahrt in Richtung Riedberg mit der Linie U8 oder in Richtung Niedereschbach mit der Linie U9 bitte hier umsteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ach, jetzt trennen sich ja die Wege. Geradeaus geht's weiter, wa? Ja. Also links, könnte man sagen. Oh Mann. Hier sehen wir ja nicht unsere Kilometer und, was war das gewesen? Uhrzeit. Muss ja auch nicht immer sein. Einmal einen Blinker setzen. Nummer läuten. Und ab geht die Post. Nein. Moin. Oh, so ist doch perfekt. Weißkirchen Ost. Nächste Station, Weißkirchen Ost. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien des Stadtverkehrs Oberursel. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Diese Ansage kommt noch mal ein bisschen öfters. Und ein bisschen öfter. Hui! Eine schöne Gegend, ne? Schön viel Land. Schön mit 70 hier lang donnern. Ist auch schon geil. Moin. Moin. Oh, upsala. Ah, das passt doch. Moin. Brauche ich nicht viel machen, ne? War ja schon am Bremsen gewesen. Na, Punktlandung? Nee, war. Nee.
Ach, kommt noch ein Kollege. Moin. Aber wir müssen bald da sein. Zweimal klingen hält besser, ne? Bei zwei unbeschrankten Büs. Bomber sein. Ah, ja, dann sind wir bald da. Oh. Nächste Station. Bommersheim. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien des Stadtverkehrs Oberursel. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Boah, der kam aber auch angeschossen, du. Schon wieder leicht verquatscht. Oh Mann. Ja, diesmal habe ich es geschafft, ja, noch anzuhalten. Woher kommt es zwischen? Ist das jetzt vom Triebwagen oder was? Oh Gott. Station Oberursel Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn-Linie S5, zu den Buslinien des Stadtverkehrs Oberursel. Moin. Sowie zu den Regionalbussen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ui, jetzt geht's aber los hier. Richtig schön in eine Kurven legen. Boah. Tat schon was. Oh, 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 oh. Ich nehme das ja auch gerade mit OBS auf. Muss ich mal gucken, ob das dann doch mit Nvidia besser läuft. Oder mit OBS. Sie mal gucken. Aber sonst habe ich eigentlich nie Probleme, ne? Das liegt ja meistens auch immer am Spiel, dass bestimmte Sachen einfach nicht gebacken bekommt, ne? Ein PC kann ein Spiel nicht ordentlich übertragen und so, weil er dafür nicht gepowert ist, ne? Andersrum geht es natürlich auch, dass ein Spiel vielleicht sei jetzt mal ein bisschen älter ist, für solch ein Gefährten nicht gemacht ist und so. Kann man sich jetzt hinlegen, wie man möchte, ne? Aber das ist schon eine Rakete. Aber selbst auch eine Rakete, ne, kann Frame-Einbrüche haben. Das ist halt Standard. Also, das ist manchmal so. Hui. Stimmt, der hier war die Langsamfahrstelle. Moin. Ah, Scheiße.
Nächste Station, Oberursel, Stadtmitte. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich fange schon wieder an zu regnen, sag mal, ich werde ja bekloppt. Oder bin es schon? Müssen ja sowieso wieder bremsen. Halten wir mal hier irgendwo in der goldenen Mitte. Eieiei. Oh, lecko mio. Ich merke auch, dass man schon viel gearbeitet hat heute. Ups. Immer quittieren und weiter geht's. Müssen wir eigentlich auch bald da sein. Nächste Station, Oberursel, Altstadt. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien des Stadtverkehrs Oberursel. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Da ist die Lahnstraße. Leck mir doch. So schnell kannst du ja gar nicht gucken. So schnell beschleunigt der auch. Also von der Beschleunigung und so her kann man echt sagen, voila die Waldfee. Die haben schon was richtig auf dem Kasten. Die Duwak. Und die Flexity Swift. Hopp. Haben schon echt was auf den Kicker. Muss man echt mal sagen. Nach der Lahnstraße sehe ich noch was auf dem Display. Die Glöcknerwiese. Müsste ja eigentlich auch bald Ende sein. Eigentlich, ne? Ich weiß es. Bin die Strecke nur eh mal gefahren von Hohemarkt aus Richtung Südbahnhof, aber nicht andersherum. Ja. Quittieren und weiter. Hopp. Ja, schön brav warten da vorne. Nochmal einmal bimmeln. Damit es auch jeder verstanden hat, dass da jetzt hier eine schwere Bahn kommt. Nächste Station, Lahnstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das wird auf ewig immer mein Ding bleiben. Simulationsspiele. Gerade was auch hier Züge angeht, Busse, Straßenbahnen, Schiffe, Flugzeuge. Na gut, eher so Züge, Straßenbahnen, Busse, Flugzeuge, ja, Hochschiffe, ja. Aber mehr so Züge, Straßenbahn und Busse. Moin. Oh, brauche ich noch nicht mal irgendwas drücken. Halten wir mal wieder an der 3. Wir machen uns heute den Halt, wie es uns gefällt. Ah, geh mal. Kommt auch schon ein Kollege vorbeigefahren. Moin. Er kann ja durchfahren, ne? Er wäre auch nur geradeaus. Er wäre nicht abbiegen. Er wäre nicht schnell hier einkaufen fahren und dann geht sofort weiter mit dem Fahrplan. Und weiter. Nochmal eh mal bimmeln. Und dann geht's weiter. Jetzt kommt die Glöcknerwiese, dann kommt Kupferhammer. Nächste Station, Glöcknerwiese. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien des Stadtverkehrs Oberursel. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Rosengärtchen, auch ist sehr niedlich. Geht ein bisschen steil hoch, kann ich nutzen, um abzubremsen. Alle kein Ding.
können wir den Schwung gleich mitnehmen. Und im Schwung abbremsen. Zack. Ein bisschen müssen wir sowieso noch mithelfen, ne? Aber das sollte auch kein Problem darstellen. Nochmal kurz warten. Bisschen Beine ausschütten. Oh, ein Peugeot 206, ein BMW. Opel Astra, ne? Oder könnte auch ein Omega oder Vectra gewesen sein. Na, wo kommen die auf einmal her? Hat schon ein bisschen was vom Horror. Sag mal, kommen die auf einmal aus der nächsten Ecke? Nächste Station, Kupferhammer. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Da ist auch gleich schon da vorne, siehst du? Man merkt auch, das geht ein bisschen schnell nach oben hier. Da ist Wald los und da ist Hohe Markt. Ah, siehst du, wir sind gleich da. Ach, jetzt wird es auch sogar eingleisig. Ah, okay. Also wenn jetzt da noch eine Bahn entgegenkommt, da RIP. Aber sollte eigentlich nicht, ne? Wenn jetzt die einzige Bahn, die er dann noch fährt, dann fahren wir zurück und da kommt auch schon ein Kollege hier entgegen beim Kupferhammer. Ah, ich vergesse es immer wieder. Jetzt sind wir ja auch auf 40 km/h gelockt. Ah. Nächste Station, Rosengärtchen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Moin. Nicht so geil. Mal ein bisschen ankündigen. Hallo, ich bin's, eine schwere Straßenbahn, U-Bahn. Wie auch immer. Ich muss mal hier durch. Da ist auch schon unser Halt. Schon mal alles vorbereiten. Bitte auf Bugschild achten. Oh. Nur noch Waldlust und dann Hohe Markt. Dann haben wir es geschafft. Ja. Mal quittieren. U-Bahnhof Rosengärtchen. Auch komisch, dass man da sagen kann, ne, dass es ein U-Bahnhof ist. Aber ist schon cool. Nächste Station, Waldlust. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien des Stadtverkehrs Oberursel. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, wir fahren schneller als die. Nicht schlecht. Tuck, 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 tuck. So cool. Na, die können ja aus allen Ecken hier angeschossen kommen. So nach dem Motto, ach, das schaffe ich noch. Das alle schwere Ding. Och, ist das angekommen ist, bin ich gar schon über der Kreuzung. Naja, ja. Mhm. 2,5 Tonnen gegen 40 Tonnen. Na dann, viel Spaß. Und 40 Tonnen ist vielleicht noch die kleine Stufe, ne? Also eine so eine Tatra KT4D wiegt leer auch 34.000 Kilo. Leer. Oder eine, wie nennt die sich?
die auch in Berlin fährt. GT6DN. Ihr wisst schon bestimmt, welche ich meine. Ne? Diese Niederflurbahn. Nächste Station, Hohe Mark. Fahrtende, bitte aussteigen. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien der Stadtverkehrs Oberursel sowie zu den Regionalbussen. Also. Naja. Manchmal geht an der Bahn nur ein bisschen was kaputt und am Auto mehr. Ich weiß, es ist dann auch schon ein bisschen gravierender. Und hier ist auch schon unser Halt. Und damit haben wir es auch geschafft. Türfreigabe links. So, und damit würde ich mich bedanken für die Anteilnahme, fürs Zuschauen. Ich droppe nochmal die Steam-Liste raus. Ne? Nochmal die Liste hier für das Add-on. Die kleine Behilfsliste. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Gehabt euch wohl.